gehört. Sorry, dass so viele Videos im selben Look kommen, aber ich will so viel wie möglich fortreden, damit ich hier euch immer wieder mehr Videos hochladen kann. Weil ich habe das Gefühl, ich bin so hinten nach und deswegen... Ja. Was ich vergessen habe, in dem Bodylotion-Video zu sagen, deswegen sage ich es im Aufgebraucht-Video, weil das mehr Leute auch sehen, glaube ich. Wollt ihr auch die Gesichtspflegesammlung wieder sehen oder eher weniger? Weil ich glaube, das ist immer nicht so interessant wie Bodylotion und Duschgel. Aber ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht schreibe ich auch unten einen Kommentar rein und ihr könnt ihn liken. Und wenn ihr genug Like habt, oder ich weiß noch nicht. Mal gucken. Aber ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr ein Gesichtspflegesammlungsvideo auch wieder sehen wollt. Wenn ich aber Gesichtspflege, Haarsachen und das Ganze, ob ihr den Rest auch noch sehen wollt. Dann könnt ihr mir das gerne schreiben und dann mache ich ein komplettes Video, glaube ich, drüber. Aber nur, wenn ihr das sehen wollt. Weil wenn das keiner sehen will, dann lasse ich es. So, fangen wir mal an. Ich habe mehr als aufgebraucht Sachen für euch. Ich will das nämlich so schnell wie möglich abdrehen, damit ich, wenn ich das nächste Mal Zeit habe, die Sache einfach abfotografieren kann, weil ich das ja immer noch sammle. Warum, weiß ich nicht, aber ich sammle das noch, was ich vielleicht eh auch beenden werde mit den Fotografieren. Weil wenn ich eh nicht Blog schreiben kann, warum soll ich weiterhin Fotos machen? Aber ja, deswegen habe ich die ganzen aufgebraucht Videos erledigt und dann kann ich das alles entsorgen. Gott sei Dank. Ja, fangen wir an mit der Aveo-Seife. Ich habe die Pfirsich-Seife wieder aufgebraucht. Ich mag die ja so gern und ich finde es so blöd, dass die limitiert ist, weil die wirklich gut ist. Ja, und die Verpackung ist auch wunderschön. Ihr wisst ja, ich bin ein Verpackungsopfer, was Aveo betrifft, deswegen... Ja, dann habe ich einmal Wattepads aufgebraucht und noch einmal Wattepads aufgebraucht. Ich habe sehr großen Wattepads-Verschleiß gehabt in dem Monat. Und die Reinigungstücher habe ich auch wieder aufgebraucht. Die Avocado und die Kokos von Action Markt sind auch wieder leer. Ja, dann habe ich nochmal Wattepads. Das sind die größeren, also die Verpackung. Da gehe ich nicht mehr wirklich drauf ein, weil die kennt ihr ja eh aus, wenn ich haus, aber trotzdem immer da rein. Ja. Und dann habe ich einmal eine Ampulle aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich habe vor kurzem mir so viele Ampullen gekauft und deswegen, ich liebe ja Ampullen. Das ist so richtig, ist richtig meins. Und da habe ich verwendet die von Cadea Vera, die Hydro-Ampulle und die ist auch sehr gut. Ich liebe Ampullen. Ich liebe diese Teile einfach. Ja, und dann habe ich einen Badezusatz von Kneipp aufgebraucht. Prickelnder Moment heißt der. Ja, war cool. Der war wirklich cool. Der hat gut gerochen, das Wasser hat kurz knistert, es war vielleicht ein bisschen zu kurz, aber ich fand das, den Effekt einfach witzig und deswegen, ja, ich fand's gut. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Den Badezusatz kennt ihr vom anderen Aufgebraucht-Video, den habe ich auch im März aufgebraucht. Das ist dieser orange Zimtduft von Terra Naturi. Wie gesagt, ich will meine Backups davon aufbrauchen und dann habe ich halt keine mehr davon, weil den gibt es ja eh nicht mehr. Dann habe ich eine Make-up-Probe bzw. eine BB-Cream-Probe von Misha aufgebraucht. Da ist mir leider passiert, dass da so viel Produkt rausgekommen ist aus der Probe, dass ich das ganze Ding auf einmal aufgebraucht habe, was gar nicht meine Absicht war, aber ja. Die fand ich aber okay. Aber ich habe, wie gesagt, glaube ich, noch zwei von denen und dann kann ich euch, glaube ich, ein besseres Fazit davon geben. Dann habe ich meine Reinigungsmilch aufgebraucht und ich bin so froh, dass ich so viele Backups noch davon habe. Zwei Backups habe ich nämlich noch, also eins habe ich jetzt angefangen und eins habe ich noch als Backup. Ich liebe die Reinigungsmilch von der Marke. Ich liebe die. Ich hoffe, dass diese Quarantäne-Kacke bald vorbei ist, damit sie mir nicht ausgeht. Aber ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank noch zwei Backups und ich liebe die und würde sie mir immer wieder nachkaufen. So, dann habe ich zwei Masken aufgebraucht. Einmal die Cadea Vera Macaron Maske, wo ich mir ganz, ganz viele Backups gekauft habe. Ganz, ganz viele Backups. Die es aber aktuell nicht mehr gibt. Ich muss gerade ein bisschen die Kamera verstellen, weil das hinten, seht ihr das? Das stört mich ein bisschen. Das stört mich. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht und das ist auch leider meine letzte gewesen. Das war die Freeman Clay Mask, die blaue. Ich habe aber noch die Duben. Gott. Ich habe aber noch die Duben-Variante von den Freeman-Masken, deswegen darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Aber diese Einmal-Anwendungen habe ich leider nicht mehr und das finde ich schade. Also zwischendurch habe ich die gerne verwendet. Aber was soll's. Dann habe ich mein Trockenshampoo aufgebraucht von Batiste. Das ist dieses Sweetie und ich habe vor kurzem beim Biber geguckt und es gibt es nicht mehr. Aber es gibt andere und ich finde das nicht so schlimm, wenn ich die jetzt nicht nochmal nachkriege, weil ich muss sagen, ich habe das jetzt so lang schon und ich würde mich freuen, wenn ich die Backups leer kriege und dann mal was Neues ausprobieren kann. Ich mag es natürlich noch immer,
Und ich bin froh, dass ich so viele Backups habe, jetzt nicht falsch verstehen, aber weil es das nicht mehr gibt, muss ich dann einen Ersatz suchen. Aber das ist trotzdem noch immer mein absolutes Lieblings-Trockenshampoo mit diesen Matruschkas drauf. Wird es auch bleiben, aber es gibt es halt jetzt wirklich gar nicht mehr. Ich habe nämlich nachgeschaut. Leider. Also nachkaufen könnt ihr es euch auch leider nicht mehr. Dann habe ich aufgebraucht ein Bettina Barty Duschgel, Apfel und Zimt. Das war mega. Das war so gut. Das habe ich so geliebt. Das war mega gut. Ich finde die Schrift auch wunderschön. Ich weiß, das ist jetzt Blödsinn, wenn ich das jetzt erwähne, aber die Schrift finde ich voll schön. Keine Ahnung wieso. Und ich fand das Duschgel auch urgut. Ja, gibt es aber leider auch nicht mehr. Das ist auch so schade. Das gibt es leider auch nicht mehr. Aber was will man machen? Da habe ich einen Badezusatz von Bilou aufgebraucht und der war auch gut. Der war auch gut. Aber ich glaube, die Badezusätze hat sie gar nicht mehr im Sortiment, oder? Allgemein jetzt meine ich nicht mehr. Aber ich kann mich auch irren. Aber der war gut. Dann habe ich zwei Proben leer gemacht. Einmal von Shiseido eine Tagespflege. Die war auch sehr gut. Das ist das erste, glaube ich, was ich wirklich, wirklich gut finde. Aus dieses rote Serum von Shiseido. Das finde ich auch gut. Aber die habe ich sogar aufgeschnitten. Glaube ich. Ja. Ich schneide die immer auf. Ja, die habe ich sogar aufgeschnitten. Die war wirklich gut. Hat auch einen Lichtschutzfaktor von 20 gehabt. Ist wirklich gut einzogen, was ich unter Make-up voll cool fand, wenn ich die verwendet habe. Also, ich fand sie gut, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil ich finde Shiseido sehr, sehr teuer. Und deswegen, ich bleibe meinem Biotherm treu. Sie war gut, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen. Dann habe ich die Probe aufgebraucht von Marbet. Das kann man gar nicht mehr erkennen. Schaut voll widerlich aus. Die ist gut. Ich habe ja damals mal einen Tester gehabt und der Tester, glaube ich, war kaputt. Aber jetzt habe ich die Probe verwendet und die Probe war wieder gut. Also ich weiß nicht, wo da der Haken ist. Ich habe es gerade fallen lassen. Das war diese Marbert Didi Cream. Ich bin nicht so der größte Marbert-Fan. Aber diese Didi Cream ist nicht schlecht. Aber ich habe genug Make-up und deswegen werde ich sie mir nicht nachkaufen. Dann habe ich ein Peeling aufgebaut. Das habe ich mir mal nehmen dürfen von der Arbeit. Ja, das ist von Biotherm Bath Therapy Relaxing Blend, heißt die Serie. Das ist die rote Serie von Biotherm. Von der roten habe ich noch nicht so viel gehabt. Von der grünen hatte ich schon mal den Duschschaum. Und von der gelben hatte ich die Body Butter in klein. Und die Sachen waren auch sehr gut. Und das Peeling ist gut, aber die Verpackung stört mich. Wenn man nasse Hände hatte, die geht generell urschwer auf, hat man die... ihr seht es gerade. Ich muss da kämpfen, dass ich die überhaupt aufkriege. Der Duft hat mir extrem gut gefallen von der roten Serie. Aber die Verpackung finde ich mega kacke. Mega kacke. Und wenn das Ganze vorbei ist mit dem Corona-Scheiß, werde ich auf jeden Fall der von Biotherm sagen, dass die Verpackung davon schlecht ist. Also zumindest ich empfinde es so. Ich würde mir gerne noch einmal ein Peeling kaufen von dem. Um zu gucken, ob das vielleicht nur an dem lag oder ob das generell so ist. Das würde mich interessieren. Würde mich wirklich interessieren. Mal gucken. Also Biotherm, ihr wisst das, ist mein absoluter Liebling. Dann habe ich eine Lush-Badebombe aufgebraucht. Ich glaube, das war die gelbe mit den schwarzen Punkten. Die habt ihr sicher auch auf Instagram gesehen. Die war mega. Ich glaube, das war die. Ich glaube schon. Im März habe ich echt viel aufgebraucht, sehe ich gerade. Also ich muss sagen, die Make-up-Proben machen alles nur noch schlimmer da drinnen. Deswegen bin ich kein Make-up-Proben-Fan. Ich bin froh, wenn ich alle aufgebraucht habe. Wirklich. Ich hasse Make-up-Proben. Ich will es nur noch mal gesagt haben. Ich habe eine Seife noch leer gemacht. Das war die Kokoswasser und Lemon von Aveo. Die, glaube ich, gibt es nicht mehr. Aber ich finde sie auch ehrlich gesagt nicht gut. Also die hätte ich mir sowieso nicht noch mal nachgekauft. Ich hatte sie sowieso zweimal. Aber Verpackung wieder wunderschön natürlich. Deswegen habe ich sie mir auch natürlich gekauft. Aber... die Seife fand ich nicht gut. Wash your hands. Deswegen habe ich zwei Seifen sogar aufgebraucht im Monat. Ja. Dann habe ich einen Rasierschaum leer gemacht, der lauter Haare drauf hat. Das ist der Ice Berries gewesen. Da habe ich jetzt noch ein Backup. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wie gesagt, ich komme in keinen DM, aber den finde ich echt gut. Das ist das erste Rasiergel. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Schaum gesagt. Das ist das erste Rasiergel, das ich mal nach langem wieder gerne verwendet habe. Weil da gab es auch viele, die ich nicht so gut fand. Und das allerbeste war noch immer das Buttermilch-Zitrone. Aber das war auch gut. War auch wirklich gut vom Duft her. Dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht. Litamin Wellness Care Duschgel. Bei uns gab es sie bei Müller ja auch, aber das Mandarine-Buttermilch halt nicht. Und
Ich habe mir gedacht, okay, du hast das schon so lange und bevor... Ich habe Glück, dass mir bei mir, zumindest bis jetzt, Gott sei Dank, auf Holzklopfen, noch kein Dusch gekippt ist. Meine Cousine hat mir erzählt, bei ihr kippten die relativ schnell. Bei mir bis jetzt noch nicht. Und das war echt gut. Das war echt gut. Und das habe ich sehr gerne verwendet. Ich glaube, das hat mir auch damals eine Zuschauerin mal zugeschickt, weil ich das unbedingt haben wollte und ich gejammert habe. Und das war echt geil. Also, Mandarine ist trotzdem noch mein Lieblingsduft. Neben Banane und Buttermilch-Zitrone ist das auf jeden Fall eins meiner liebsten Duschgele gewesen eigentlich. Aber es gibt es leider nicht mehr. Und bei uns in Österreich haben wir es sowieso nicht gehabt. Also fragt es mich nicht, wieso. So, dann habe ich einen Reinigungsschaum aufgebraucht. Von Caudalie. Den habe ich mal von der Apotheke geschenkt bekommen, wo ich arbeite. Den fand ich okay. Aber ich finde jetzt nicht, dass er wirklich mein Gesicht gereinigt hat. So wie ich das gewohnt bin. Also, ich zeige ihn euch mal von nahen. So sieht er aus. Ich fand ihn nicht so gut. Wie gesagt, er war ein Geschenk, aber nachkaufen würde ich ihn mir nicht. Da ist er mir zu teuer für das, was er gemacht hat. Also, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Dann habe ich ein Deo leer gemacht. Das ist von Borotalk und das Invisible Fresh White Mask. Das mag ich sehr gern. Das mag ich wirklich gern. Es geht halt nur relativ schnell leer, weil ich es halt jeden Tag verwende. Aber das ist echt gut. Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen mein Schweißproblem in den Griff bekommen hat, von dem ich euch immer erzählt habe. Ein bisschen. Nicht extrem, aber ein bisschen. So sieht's aus. Ich habe mir das auch jetzt wieder nachgekauft, weil ich mit dem echt zufrieden war. Ich habe halt auch das Gefühl, dass es eben diesen Geruch aufhält. Ich weiß, das ist kein schönes Thema, aber ich finde halt, dass das mein Problem in den Griff gekriegt hat, dass ich halt nach Schweiß rieche. Sagt man das? Klingt jetzt vielleicht voll ekelhaft, aber eine Zeit lang, wie ich die Pille genommen habe, war das so schlimm. Und danach, wie ich die Pille abgesetzt habe, war es noch schlimmer. Und da habe ich verzweifelt Deos gesucht, die mir helfen. Und das war dann das Erste, was mir geholfen hat, weil mir das meine Arbeitskollegin empfohlen hat. Sie hat aber ein anderes, das, was es nicht mehr gibt. Und deswegen habe ich mir dann das genommen. Und ich fand das aber gut. Dann habe ich einmal die Antifalten Augenpads aufgebraucht von Balea. Die mag ich noch immer und werde ich mir irgendwann sicher nachkaufen. Aber ich habe Gott sei Dank eh noch genug. Also, Gott sei Dank. So wie die hier, das waren die Annemarie Berlind. Ich weiß, ich sage das schon so oft in einem Video, aber wisst ihr, ich bin ja nicht so der Berlind-Fan, aber die Augenpads fand ich mega. Die mochte ich schon immer. Die habe ich mir damals sogar mal gekauft, weil die habe ich einmal gekriegt. Die habe ich auch damals gekriegt gehabt. Und die, seit die mir einmal geschenkt wurden, von eben der Mitarbeiterin von Berlind, seitdem habe ich die geliebt. Das war das erste Produkt, was ich probiert habe und das mochte ich. Aber es gibt halt viele, die ich nicht mag und das wisst ihr ja eh schon. Aber die Augenpads, die können auf jeden Fall nicht dazu. Die liebe ich. Ich bin nur mir zu geizig, die mir zu kaufen. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir die geschenkt bekommen. Und jetzt gibt es eine Maske und die werde ich mir kaufen. Die werde ich mir kaufen, die Maske, weil die ist genau dasselbe Effekt wie die Augenpads. Die werde ich mir demnächst holen. Wieder ein Berlind. Ich sage immer, ich mag es nicht und dann habe ich so viel. Wieder eine Marie Berlind, aber das habe ich zu Weihnachten bekommen. Beziehungsweise habe ich mir zu Weihnachten ausgesucht, so was sehr. Die Ampullen, die waren auch gut. Das Problem war nur bei den Ampullen, dass die Öffnung von denen viel zu klein war. Also wenn man die Kappe abbrochen hat, war die Öffnung viel zu klein, damit das Produkt gut rauskommen ist. Aber so waren die nicht schlecht. Ich fand die Verpackung auch extrem schön. Also die waren sie wirklich nicht schlecht. Aber die gibt es nicht mehr zum Kaufen. Ich hätte sie mir nämlich eigentlich nachkauft, aber die gibt es nicht mehr. Was ich schade finde, weil die waren echt gut, aber... Immer die guten Sachen gehen aus dem Sortiment. Oh, ich habe noch eine Seife aufgebraucht. Ich nehme das ziemlich ernst mit den Händewaschen, oder? Aber ja, das war die Buttermilch-Limone. Die kennt ihr ja eh auch. Die hatte ich schon ewig nimmer mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du die mal. Weil ich musste meinen Seifenspender mal waschen, weil der war ja schon sowas von widerlich. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du dir die mal mit, damit du den Seifenspender mal waschen kannst von dir. Und ja, ich fand die gut. Ich würde die mir auch wieder nachkaufen, die von... Aveo, ihr wisst ja, sind meine Lieblingsseifen. Wieder was von Müller. Eine Terra Naturi Maske. Eine 2-in-1 Kaffeemaske. Und die finde ich auch super. Also wenn die reduziert wird, ich habe mir ja damals nur eines gekauft diesmal. Also ein Stück nur diesmal. Weil ich wissen wollte zuerst, wie die ist. Aber die finde ich auch gut.
Die würde ich mir auch nachkaufen. Aber ich glaube, ich warte, bis die reduziert werden und dann kaufe ich mir alle, die wir haben. Eklar, oder? Dann habe ich noch eine Ampulle aufgebraucht. Das war wieder von Caveo, sage ich. Ich bin schon ganz durcheinander. Von Cadea Vera, die Ampullen. Das ist diese Rosenwasser. Die ist auch sehr gut. Also ich kann eigentlich alle Ampullen von, Cadea Vera empfehlen. Ich mag alle. Wirklich alle. Dann habe ich von meinem Adventskalender das Micellenwasser von Biotherm aufgebraucht. Ich habe es aber eigentlich nur angefangen, weil ich versucht habe, damit Make-up zu entfernen. Hat nicht funktioniert bei den Augen. Ging überhaupt nicht, leider. So, als Gesichtswasser finde ich es noch immer gut. Aber für Augen-Make-up-Entferner war es, ehrlich gesagt, nicht so mein Ding. Aber es war, als Gesichtswasser hat es gereicht. Nachkaufen würde ich es mir, glaube ich, eher nicht. Nö, würde ich es mir nicht, weil ich so viel habe. Aber es ist nicht schlecht. Ergibt das Sinn? Noch ein Cadea Vera Produkt. Also irgendwie gibt es da hier ein Schema, oder? Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe mir das ja reduziert gekauft, um 1,50 und ich habe mir dann auch noch ein Backup gekauft, weil ich das eigentlich so verwenden wollte wie die Biotherm Essence. Das geht aber mit dem nicht, weil es ein Serum ist und keine Essenz. Deswegen habe ich es dann ganz normal als Serum weiterverwendet. Aber das ist wirklich gut gewesen. Ich kann es euch mal in nahe zeigen. Das war echt gut. Und hätte ich nicht so viel, ich meine, ich habe eh noch zwei Backups, aber, oder wenn man, beziehungsweise, ich finde die richtigen Worte für das Produkt nicht. Ich finde es gut, ich finde es wirklich gut, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass es mir ausreichend war am Abend, besonders am Abend, wo ich eben so, wenn man sich abschminkt und dann die Haut ist den ganzen Tag eben strapaziert, eben wenn man den ganzen Tag Make-up trägt. Und ich finde, das hat am Abend mir wirklich gute Dienste geleistet, sage ich mal. Dass sich meine Haut wieder beruhigt und, ja, Feuchtigkeit kriegt, sagen wir so. Ich versuche ein bisschen mehr darauf einzugehen, weil das immer von mir gewünscht wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, wenn man nicht viel Geld ausgeben will, finde ich das wirklich gut. Kann ich wirklich euch ans Herz legen. Finde ich echt gut. Das ist das von Cadea Vera, die Serum Hydra Serum Lotion. So, hat auch Hyaluronsäure drin, sehe ich gerade. Und ist, ich finde es gut. Ist für feuchtigkeitsarme Haut, was bei mir extrem der Fall ist. Wirklich extrem der Fall. Und wenn ich es vergleichen müsste mit dem L'Oreal Serum, was ich jetzt gerade verwende, finde ich das viel besser als das von L'Oreal. Ist nun mal so. Und ich glaube, da sind die Inhaltsstoffe auch viel besser. Also ich hoffe, ich bin gut genug drauf eingegangen. Dann haben wir zwei Proben. Einmal wieder diese BB Cream von Yves Rocher. Wisst ihr ja eh, die finde ich gut. Weiß ich aber nicht, ob es sie noch in groß gibt. Aber ich finde sie gut und ich habe eh noch 100 andere Proben von denen. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht, wo ich noch viele von der habe. Die finde ich aber gut. Das ist diese Oral-B Zahnfleisch und Schmelz Pro Repair Original. Langer Name. Aber die ist echt gut. Weiß nicht, ob ich die mir in groß nachkaufen würde, weil die kleine geht relativ schnell immer leer und ich benutze sie nur so dazwischen. Aber ich finde die gut. Dann noch eine Zahncreme, das ist diese, und jetzt kann ich es euch endlich sagen, Pearl Weiß Shine On heißen die. Das war die, wo ich, Kräuter und Minze, da unten steht sie. Die habe ich leider nur einmal erwischt und dann ging sie sofort wieder aus dem Sortiment, weil die war wirklich gut. Ich mag trotzdem noch die Ingwerminze am liebsten und die gelbe, die Ananasminze, die ich bei Müller aber leider nicht mehr kriege. Und ich glaube, ich habe auch kein Backup von der. Ich habe, glaube ich, jetzt nur noch die Ingwer-Minze. Und die Kräuter, die war aber auch gut. Also ich mag generell die von Pearl Weiß, diese Shine-On. Nur verwende ich die jetzt nur noch dazwischen. Die habe ich nämlich täglich verwendet. Und es klingt vielleicht eklig, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe das Gefühl, dass die so intensiv... Es steht zwar drauf, dass man die täglich verwenden kann, glaube ich. Ich glaube schon. Also soviel ich weiß, kann man sie täglich verwenden. Glaube ich. Ich glaube, das steht auf... Oh ja, die tägliche Zahnpflege morgens und abends steht hier unten drauf. Wenn man lesen kann, ist man gar im Vorteil stehen. Ja, ich finde die gut, aber wenn ich die jeden Tag verwende, habe ich das Gefühl, blutet mein Zahnfleisch mehr. Klingt jetzt vielleicht eklig, aber das ist wirklich so, wenn ich die zu oft verwende. Ich habe jetzt wieder die Ingwerminze rausgenommen aus meinem Kasten, aus meinem Backup-Schrank. Und ja, die benutze ich halt zwischendurch. Meistens benutze ich die Ingwerminze am Abend und die Melone-Gurke, die ist urgeil, benutze ich in der Früh. Aber die mag ich trotzdem noch urgern. Und würde ich mir immer wieder nachkaufen, wenn ich nicht die Ingwerminze so gebunkert hätte. So. Dann habe ich zwei Proben aufgebraucht.
Da war einmal das Duschgel und einmal die Bodylotion. Die war so gut. Ich habe die sehr lange aufgehoben, weil die Probe habe ich von der Vivi bekommen, weil das so eine koreanische Marke ist. Und ich finde die Verpackung mega schön. Seht ihr das? Das hat ein, auf dem Stöpsel hat das ein kleines Vögelchen drauf. Oh mein Gott, die Verpackung ist so wunderschön. Und ich fand den Duft so gut. Ich bin jetzt nicht der Rosenfan schlechthin. Aber die Verpackung und der Duft und die Pflegewirkung von dem war mega. Auch wenn das jetzt nur eine Einmalanwendung war. Aber ich fand die Sachen echt gut. Und ich hätte die so gern. Aber ihr habt es ja in meinem Sammlungsvideo gesehen, dass ich so viel habe. Deswegen. Aber ich hätte die echt gern. Aber leider. Weiter geht's. Ich habe eine Make-up-Probe aufgemacht von Yves Rocher. Das ist diese Zero Defoe. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Foundation. Flawless Skin Foundation. 14 Stunden. So sieht die Probe aus. Die war mir viel zu dunkel. Das ist die Farbe 100 Dor gewesen. Die war mir viel zu dunkel. Aber ich habe noch dieses ganz, ganz helle von Rimmel, das ich in allen reinmische, was mir zu dunkel ist. Ja. Ich habe auch, glaube ich, noch ein paar von denen. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich die finde. Weil ich auch nicht weiß, wie das Original aussieht. Ich bilde mir ein, das ist das in diesem Glastiegel. Aber ich bin mir nicht sicher. Wenn es im Glastiegel ist, finde ich die gut. Weil die im Glastiegel hatte ich selber auch schon mal. Oh, ich habe noch eine Badebombe aufgebraucht von Lush. Madame President habe ich noch aufgebraucht. Wundert mich gerade. Warum habe ich noch eine aufgebraucht? Ah, weil die Tanja mir gesagt hat, ich soll meine Badebomben öfter benutzen. Deswegen habe ich zwei in dem Monat aufgebraucht, damit sie das auch sieht, dass ich zwei benutzt habe. Ja, dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht von meinem Clarence-Öl, das Lotus. Das liebe ich. Ich habe das auch original gekriegt zu Weihnachten von meinen Mädels, von Müller, meinen Kolleginnen. Das wird noch eine Weile brauchen, bis ich das benutzen kann, aber ich habe das Gott sei Dank noch in Original und muss mir es nicht selber kaufen, weil ich es von meinen Mädels geschenkt bekommen habe. Gott sei Dank. Ich sage ja, ich habe so viele Make-up-Proben, das ist nicht mehr normal. Ich habe noch einmal diese Double Lasting Foundation aufgebraucht, von der ich nicht weiß, wie ich sie finden soll. Weil ich eben finde, dass sie eben die trockenen Stellen betont. Das habe ich im anderen aufgebraucht auch schon gesagt. Deswegen, ich habe noch zwei, glaube ich. Habe ich, glaube ich, auch schon mal aufgebraucht gesagt. Ja, zwei habe ich noch und deswegen gucken wir mal, wie die sind. Dann habe ich eine BB-Cream aufgebraucht, die mir viel zu dunkel war. Und irgendwas habe ich das Gefühl, ist da ausgeronnen. Ekelhaft. Dann habe ich eine BB-Cream aufgebraucht, die mir viel zu dunkel war. Da steht Natural Beige drauf und die war sowas von dunkel. Ich glaube, ich habe auch noch eine. Aber die war extrem dunkel. Ich musste urviel. Ihr könnt es da eh sehen. Ist das austrocknet? Ja, da, schau. So dunkel ist die. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber sie ist sehr, sehr dunkel gewesen und ich habe extrem viel von meinem Rimmel-Make-up, das ich euch zeigen kann. Rimmel, glaube ich, ist das. Ja. Es ist auch, glaube ich, fast leer leider, weil ich das jeden Tag verwende, weil ich eben das zusammenmische. Aber ja, es war mir eindeutig zu dunkel, deswegen finde ich die nicht so gut. Aber es ist eine Probe, mein Gott. Ich hoffe, ich habe bald meine Make-up-Proben leer, weil ich kann keine Make-up-Proben mehr sehen. Dann habe ich eine Base aufgebraucht, Face Blur, wenn man das so ausspricht. Auch von einer koreanischen Marke. Das war ganz okay. Die finde ich nicht schlecht, aber ja, nachkaufen, glaube ich, würde ich es mir ehrlich gesagt nicht. Ja, ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich, dass ich im März so viel leer gemacht habe, weil ich habe extrem viel leer gemacht. Ich glaube, mehr als im Februar. Und ja, mal gucken. Ich habe da irgendwas ist in meinem Sackerl ausgelaufen, aber ich sehe nicht, was es war. Und das hat volle Kanne die Panda-Reinigungstücher erwischt. ja, ich habe mir mal von Hofer diese Panda-Reinigungstücher da gekauft. Ja, waren okay. Das einzige Blöde ist, dass dieser Deckel jetzt komischerweise hält der Bomben fest. Aber der ist mir eine Zeit lang runtergegangen, weil das ist dieses Gesicht von dem Panda. Deswegen klebt es auch schief, wie ihr sehen könnt, weil der mir runtergegangen ist, weil da ist das Ohr in der Luft. Aber ja, ich finde die Verpackung mega süß von Hofer. Ich glaube, ich würde die mir deswegen auch nochmal kaufen. Aber ich habe die halt verwendet für einen Schminktisch. Und deswegen, ja, ich habe sie leider nicht verwendet, glaube ich, zum Abschminken. Das hätte ich mal machen sollen, weil ich gerne gewusst hätte, wie sie sind. Aber ich fand die Verpackung so mega und deswegen, ich würde sie mir fix nochmal kaufen. Darauf wette ich, wegen der Verpackung.
und so schlecht. Für den Schminktisch waren sie gut genug, sagen wir es mal so. Für den Schminktisch waren sie wirklich gut genug. Ich habe zwei Mascaras aufgebraucht. Ich zeige euch aber vorher noch eine Maske. Eine Tuchmaske von Biotherm. Ich liebe die. Die ist zwar sehr, sehr teuer, die kostet 5,95. Zumindest beim Douglas habe ich mir die mal gekauft. Ja, die ist extrem teuer, aber an meinem Geburtstag wollte ich mir was Gutes tun und deswegen habe ich die damals verwendet. Also deswegen habe ich sie an meinem Geburtstag verwendet und ich fand sie echt gut. Ich fand sie wirklich, wirklich gut. Und ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups, also yay. Dann zeige ich euch zwei Mascaras. Einmal habe ich die Lash Power von Clinique aufgebraucht. Man sieht, da kommt überhaupt nichts mehr raus. Ich habe sie dann auch am Schluss für die unteren Wimpern verwendet. Ich mag sie leider nicht, weil sie hat bei mir Panda-Augen gemacht. Deswegen würde ich sie mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Bei der Shiseido bin ich ein bisschen traurig. Erstens, dass sie Leergang ist, weil sie ist total austrocknet. Zweitens, am Anfang war die wunderschön. Wirklich wunderschön. Sie hat so schöne Wimpern gemacht am Anfang. Und dann nach ein paar Wochen war die schon so trocken. Das ging bei der echt schnell, weil ich habe die wirklich nicht lange verwendet. Und ich habe sie dann für die unteren Wimpern verwendet. Und da waren das... Das war so eine Schmiererei. Das war so eine Schmiererei. Wenn ich arbeiten war den ganzen Tag, habe ich am Nachmittag schon komplette... Na, also das ist mir alles da biegt und meine Kolleginnen haben dann gesagt, bitte hör auf, die Mascara zu verwenden. Du schaust aus wie ein Panda, wenn du die verwendest. Und deswegen... Ich habe die geschenkt bekommen, die Mascara. Aber... Ich würde sie mir auf keinen Fall nachkaufen. Ich fand, die ist sehr, sehr schnell austrocknet. Oben an den oberen Wimpern hat sie dann irgendwie gar nicht mehr funktioniert, komischerweise. Und das ging viel, viel, viel zu schnell, weil so schlecht war sie gar nicht. Und dann habe ich sie an den unteren Wimpern versucht zu verwenden und das war ein extremes Chaos. Ja, habe ich euch ja eh gerade vorgesagt. Also das war dann... Nein. Also ich würde sie mir leider nicht nachkaufen. Also so sieht die aus. Die Verpackung ist wunderschön. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen. Nein. Dann habe ich noch eine Probe aufgebraucht. Und der traue ich extrem hinterher. Das war diese CC Cream von Chanel. Ich bin jetzt nicht der extreme Chanel-Fan. Überhaupt nicht. Aber die CC Cream und die Augencreme stehen auf meiner Wunschliste. Auf meiner imaginären. Weil die CC Cream fand ich mega. Und die Augencreme finde ich sowieso mega gut. Also... Ja. Beides finde ich echt gut. Und die CC Cream, die war Hammer. Also wenn ich nicht so viele Make-ups hätte, würde ich mir sie schon längst nachkaufen. So wie die Augencreme. Wenn ich nicht so viele Augencremes hätte, würde ich mir die auch schon längst nachkaufen. Ein paar Sachen haben wir noch und meine Stimme lässt schon langsam nach. Ich habe so viel geredet. Ich glaube, so viele Videos habe ich schon lange nicht mehr gedreht. Ja. Ich habe zwei Make-up-Entferner aufgebraucht. Einen von Shiseido, der war nämlich in diesem Set drin, wo auch die Mascara drin war, die, was ich von der Arbeit geschenkt bekommen habe. Das war ein Eye-and-Lip-Make-up-Remover. Der war gut. Der war wirklich gut. Aber ich glaube, dass der auch sehr, sehr teuer sein wird. Und mir ist dieses Ding sehr, sehr schnell leer gegangen. Da waren 30 ml drinnen. Der ist sehr schnell leer gegangen. Wirklich schnell leer gegangen. Aber war gut. Und ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich mir so teuer kaufen würde. Ich meine, der Clinique war eine extreme Ausnahme, weil ich keinen anderen hatte. Aber ich weiß nicht. Ob ich mir den Shiseido kaufen würde, bin ich mir exakt nicht sicher, weil der mir, glaube ich, zu teuer sein wird. So wie der Biotherm. In Original ist der auch nicht viel größer und deswegen würde ich mir den, glaube ich, auch nicht kaufen. Shiseido müsste ich mir noch anschauen. Aber, glaube ich, würde ich auch nicht kaufen. Und ja, Biotherm würde ich mir schon allein wegen der Größe nicht kaufen. So sieht das aus. Den hatte ich in Adventkalender. Aber für das, dass mir meine Hofer Make-up-Entferner ausgegangen sind, war ich froh, dass ich diese ganzen kleinen Größen hatte und sie aufbrauchen konnte. Also da war ich echt froh drüber. Und jetzt, wie gesagt, habe ich halt den Klinik in groß. Dann habe ich mein Handdesinfektionsgel aufgebraucht von der Arbeit. Das war das von Primark, dieses Blushing Petals heißt das. Ja, endlich habe ich es mal leer gemacht. Ich habe auch jetzt endlich ein anderes auch in der Arbeit. Ja, ich glaube, das ist die richtige Zeit, um meine ganzen Primark-Handdesinfektionsgele aufzubrauchen. Aber mit denen komme ich urlang aus. Ich habe jetzt auch das Rote, dieses... Wie heißt denn das? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber das Rote habe ich jetzt aktuell in Verwendung. Und ja, die von Primark mag ich ja extrem gern, das wisst ihr ja eh auch. Und ja, es ist ja überall die Handdesinfektionsgele aus. Also bin ich froh, dass ich so viele habe. Ja.
Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht und das fand ich echt gut. Das ist das Caudalie Duschgel. Das hatte ich ja schon mal in groß. Und da habe ich auch gesagt, dass ich es okay finde, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Und zu Weihnachten habe ich von der Apotheke nochmal ein kleines Stück, also zwei kleine von denen bekommen. Und ich finde das gut, aber ich würde es mir noch immer nicht nachkaufen. Ich finde es wirklich gut, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Nein, mir zu teuer. Dann habe ich eine Misha BB Cream aufgebraucht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich die fand. So sieht die aus. Ich brauche die zu schnell auf, also... Ich glaube, die habe ich aber oben gehabt, wie ich mich mit der Vivi getroffen habe. Und die fand ich dann auch nicht gut, glaube ich. Ich glaube, aber ich kann es euch nicht sagen, wie ich die genau finde. Einmal, finde ich, kann man nichts davon halten, wenn du einmal nur so eine Bibi oder irgendwas probierst, finde ich. Die Chanel war die perfekte Größe, finde ich, zum Ausprobieren und um sie zu lieben. Wirklich. Also die würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Aber die anderen alle, die ich jetzt bis jetzt probiert habe, was ihr gesehen habt, außer die Chanel, sag ich schon, die Clinique, die waren auch gut, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie haut mich das alles nicht so um. Dann habe ich noch eine Probe von dem Daddy O Shampoo aufgebraucht. Dieses Ding muss ich auch aufheben, darf ich nicht vergessen. Die nehmen sie bei Lush nämlich auch zurück und ich habe die immer entsorgt, ich doof packe. Gib bitte meinen Magnus. Ich hoffe, man hört das nicht. Aber das fand ich gut. Das fand ich echt gut. Ich glaube, das war dieses Lilane. Das riecht so gut. Das riecht extrem gut. Ich habe endlich wieder meine Proben angefangen. Ich habe einfach so viel Scheiß, dass ich den echt mal aufbrauchen muss, die ganzen Sachen. Und das finde ich gut. Das würde ich mir sogar in groß kaufen. Ich glaube, das hebe ich mir auf. Weil das würde ich mir sogar in groß nachkaufen. Dann habe ich ein Creme Blush leer gemacht. Und ich bin ganz, ganz stolz auf mich. Das war von MAC das Posy. Warte jetzt mal. Ich halte euch das so hin. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Ihr wisst ja, ich liebe Creme Blushes. Und ich habe aber jetzt, seit das MAC leer ist, habe ich Probleme, eines zu finden, was ich gern verwende irgendwie. Also, ich weiß nicht. Heute habe ich auch nicht so viel Rouge wie sonst immer drauf. Aber das von MAC geht mir schon sehr ab. Und ich glaube, ich habe eines noch von MAC, ein Creme Blush. Aber das ist, glaube ich, lila oder so. Deswegen, ja. Aber ich werde mal die ganzen günstigen Varianten verwenden, die ich jetzt noch habe. Und ja, habe wieder was von Back to MAC. Bin aber echt stolz auf mich, muss ich sagen. Bin wirklich stolz auf mich, dass ich so viel, so brav MAC-Produkte aufbaue. Focus ist mein Highlighter leer worden, das Puder-Blush ist leer worden und jetzt ist eben auch der Creme-Blush leer worden. Aber ich habe die Sachen auch echt lang verwendet, also ja. Ich hoffe, man hört meinen Magen nicht, der knurrt sich da weg wie ein was oder was. Also ich mag die MAC-Creme-Blushes sehr, sehr gern. Wirklich sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich die anderen so schnell wie möglich leer kriege, die ich habe. Ich habe einen Tester noch und eines habe ich gehabt von einem Make-up, was gratis dabei war. Das habe ich jetzt oben und das finde ich echt schön. Das andere, was ich als Tester habe, gefällt mir nicht so, aber das benutze ich für die Arbeit, das reicht auch. Sehr nett, ich weiß. Aber so kriege ich die Sachen wenigstens leer. Und die MAC finde ich bis jetzt am besten und die würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich weniger habe. Was natürlich noch eine Weile brauchen kann. Ja. Als letztes habe ich zwei Parfums aufgebraucht und ich bin sowas von stolz auf mich, dass ich in letzter Zeit so viele Düfte leer mache. Ich habe als erste den Chloe Love Story aufgebraucht mit dem rosanen Bändchen. Es gibt ja drei verschiedene. Drei sind es, ja. Es gibt das mit dem orangenen Bändchen, wo ich mal eine Probe hatte, wenn ihr euch erinnern könnt, mit dem rosanen Bändchen und mit dem weißen Bändchen. Weiß kam zuerst, dann rosa, dann orange. Ich weiß, ich kenne das auswendig, weil ich so ein Junkie bin. Ja, den rosanen habe ich mir damals gekauft und den fand ich mega gut. Der war wirklich gut. Der war sehr gut. Aber ich würde ihn mir nicht kaufen, weil ich habe noch so viele andere. Und der ging extrem schnell leer, muss ich zugeben. Also der ging echt schnell leer. Ich zeige euch mal kurz die Verpackung, bevor ich wieder die ganze Zeit damit so rumwackel. So sieht er aus. Die Verpackung ist auch schön, aber er ist halt sehr, sehr klein. Das war jetzt nur die 30 Milliliter von dem Duft. Ja, ich finde, das schaut aus wie so eine Mini-Handtasche, oder? So fand ich ihn echt gut. Und wenn ich wirklich weniger Düfte hätte, würde ich ihn mir sicher irgendwann wieder kaufen. Aber wie gesagt, ich habe zu viele Parfums. Deswegen kaufe ich mir erst keinen mehr nach. Dann habe ich von Elisabeth Arden den Untold aufgebraucht. Das kann man nur noch hier oben lesen. Wenn ihr das jetzt, glaube ich, könnt ihr das lesen. Der war auch sehr gut. Aber der war ein bisschen schwerer als der von Chloe. Der von Chloe war eher blumig und frisch und der von Elisabeth Arden war eher sehr schwer und herb.
würde ich, ja, so hat ihn nämlich eine Freundin von mir beschrieben, herbe. Beide hatte ich in der Arbeit, muss ich noch dazu sagen. Also ich finde ihn gut, ich finde ihn wirklich gut, mir geht auch ein bisschen ab, muss ich ehrlich dazu sagen, aber so im Verkauf gibt es ihn nicht mehr in den Parfümerien. Beim DM habe ich ihn damals oft reduziert gesehen, sehr, sehr oft reduziert gesehen. Und habe ihn mir einmal, glaube ich, irgendwo beim DM oder so, habe ich ihn mir einmal dann mitgenommen. Und mir geht er schon ein bisschen ab. Also ich fand den echt gut. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich ihn aufgebracht habe. Ich zeige ihn euch mal. Weil die Flasche ist wunderschön. Die Flasche ist wirklich schön. Die ist so geschnörkselt. Also seht ihr das so? Geschnörkselt? Seht ihr das? Wie das ausschaut? Und die ist generell sehr, sehr hübsch, die Flasche. Und ich mag den Duft. Ich mag ihn nur, aber es ist leer. Aber ich habe eh genug. Ich habe wirklich, ich kann nur so froh sein. Ich weiß, ich jammer jetzt gerade, dass die zwei leer sind, aber ich kann wirklich froh sein, dass sie leer sind, damit ich zwei weniger habe. Und wenn ich weiterhin so brav bin, wird das immer weniger und das macht mich so stolz und das ist so erleichternd. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also bei Düfte bin ich echt stolz auf mich. Dass ich letzten Monat zwei habe und jetzt zwei, das macht mich echt happy. Wirklich happy. Und ich finde den echt gut. Der ist wirklich gut. Ja. Aber ihn gibt es immer. Ja. Nur online. Und ich bin kein Online-Besteller. Ihr kennt mich. Und ich habe eh, wie gesagt, genug Parfums. Und das kann ich bald nicht mehr reden. Wie hört meine Stimme verschwindet schon. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt habe ich die ganze Zeit den Elizabeth Arden in der Nase und ich vermisse den Duft voll. Ich vermisse den wirklich. Den hatte ich nämlich nicht lang. Den habe ich, glaube ich, nur eine Woche oder so gehabt oder sowas. Weil wir mussten ja in der Arbeit die ganzen Tester aus hygienischen Gründen logischerweise wegräumen und so hin können wir selber auch nicht sprühen, ist eh klar. Wenn wir die Tester nicht mehr vorne haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, du nimmst deinen mit, welchen du nicht in der Arbeit sprühen kannst sowieso, weil es den eben nicht mehr gibt. Und ich habe ihn leer bekommen und ich bin echt stolz auf mich, dass ich den leer gekriegt habe. Obwohl er mal voll abgeht, weil ich ihn nicht lang gehabt habe. Aber egal, ich habe eh viele andere, die ich noch lieben werde und aufbrauchen werde. Und ich freue mich schon drauf, dass ich so viele Aufbrauch jetzt in letzter Zeit, macht echt viel Spaß und es ist so ein erleichterndes Gefühl. Ich glaube, so würde es mir auch mit den Bodylotions gehen, wenn ich endlich welche aufbrauchen würde. Aber ja, wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!